So, guten Morgen, Knas. RDLP hier und weiter geht's mit dem Toilet Management Simulator. Ja, ich möchte heute richtig viel Geld verdienen, weil ich habe auf der Steam-Seite gesehen, dass man was ganz Tolles machen kann, ja, auf dem Screenshot. Denn man kann sich nicht nur eine Tänzerin, aka Stripperin, aka Amateurprostituierte ins Haus rufen. Nein, man kann sogar vier auf einmal. Und ich versuche heute drei auf einmal hierher zu rufen, damit wir hier die dickste Party, die das Toilettenmanagement je gesehen hat, hier am Start haben. Juhu, das wird ein schöner Arbeitstag. Mein Toilettenmanagement ist das, was ich mag. Oh, jetzt erstmal frisch unter der Dusche stehen. Jetzt bin ich frisch für den Arbeitstag. Oh. Erstmal ein Cola-Korn. Oh. Oh, geil, ich habe wieder drei Cola-Korn. Sehr gut. So, dann hoffe ich mal, dass der ganze Tresen jetzt voller Geld liegt, weil ich hatte gerade nochmal gespeichert und die Putze angerufen und ist ja immer dasselbe hier. Ja, viel Abwechslung bietet das Spiel wirklich nicht, bis auf die Tänzerin anrufen. Aber das ist auch irgendwie immer dasselbe. Die kommt zu dir, klingeln, machen sich halbnackig, tanzen ein bisschen komisch rum, als ob sie irgendwie eine Hornisse in der Hose haben oder Eichhörnchen in der Hose. Ja, wer Phineas und Ferb kennt. Und ja, das war's dann auch schon, ne? Also viel passiert da ja nicht. Ja, da ist man ein bisschen enttäuscht. Also, ah, jetzt kommen hier wieder die Kunden. Rennen wir nur die Bude ein. Und man kann auch das hier machen. Ja, ich habe mich mal wirklich damit beschäftigt, was man alles für zahlreiche Möglichkeiten hat. Das ist der helle Wahnsinn. So, die Putze ist mir jetzt zu teuer. Ich will ja auch Geld verdienen. Selbst ist der RD. Wir kriegen das auch alleine hin. Wer braucht schon die Putznell da? Ja, ich kann auch mit dem Wischmopp umgehen. Bloß auf diesem Boden sieht man halt nicht viel. Das ist ein bisschen blöd. Was? Die nimmt freiwillig das Waschbecken, wenn ich das Bonzenwaschbecken schlechthin hier stehen habe. Also manchen Leuten kannst du auch nicht helfen im Leben. So, Klobürste raus. Oh, ich habe schon lange nicht mehr die Toiletten geputzt. Aber ich meine, 5 Euro für die Putze, das ist ja auch ein Schnäppchen, ja. Normalerweise kostet das im Real Life, wenn du jetzt mal eine für dein Haus, ja, anstellen würdest, ja locker 300 Euro pro Stunde. Dann nimmst du natürlich auch nur Meister Proppers Frau, die dann bei dir putzt, das ist natürlich klar. Also da kommt ja jetzt nicht irgendeine Amateurputzerin in mein Haus, ja. Da muss es schon Meister Proppers Frau höchstpersönlich sein. Und wieso kann ich jetzt die Klobürste nicht benutzen? Was soll das? Hallo? Ach so, ist nur spülen. Mensch, liebe Frauen, das habt ihr gut gemacht. Sehr gut. Ja, okay, das war's auch schon mit Lob. Naja, sah besser aus als bei den Kerlen. Ausnahmsweise mal. Wow, im 16. Video. Das erste Mal, dass die Frauen nicht die Asozialen sind. Ah, der Wahnsinn. Wollt ihr jetzt eine Medaille von mir oder was? Bald hänge ich hier sowieso ein Foto hin, vom Mitarbeiter des Monats. Und da ich der einzige Mitarbeiter hier bin, quasi, ja, kommt da ein Foto von mir hin. Wobei die Putznell da, der Sprühtyp und so weiter, das könnte man jetzt sagen, das ist meine Mitarbeiter sind, aber eigentlich sind die ja von einer externen Firma. Von daher kann auch nur ich Mitarbeiter des Monats werden. Und guck mal, wie schön ich hier immer rumspraye, ja, den Regenbogenduft verteile und das Geld entgegennehme und die Kunden begrüße und ihnen schönen Nachmittag wünsche. Schönen Nachmittag, Olschke. Genieß deinen Nachmittag. Ja, dir auch einen schönen Nachmittag. Trink ein für mich mit heute Abend. Ja, die geht nämlich noch saufen, das sieht man dir an. Die ist richtig heiß. Hat den Tütenwein in den Hosentaschen. Ah, 71 Euro. Wir brauchen noch. Ja, wir brauchen tatsächlich noch ein bisschen. Ich gehe nochmal speichern. Dann sollte der Tisch nochmal richtig schön voll stehen. Und dann haben wir auch gleich die 150. Und dann geht's richtig ab bei mir in der Bude. Drei Frauen auf einmal, ja. Und wir werden dann nicht uns treffen, um Animal Crossing zusammen zu spielen. Wobei, warum eigentlich nicht? Animal Crossing, einfach so ein schönes Spiel. Aber ich kann das leider nicht auf dem PC let's playen und ich habe keine Switch oder wie man das nennt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe noch ein DS. Wenn ich den DS aufnehme, dann könnte ich Animal Crossing let's playen. Nee, lassen wir das. Das wäre ein ziemlicher Kontrast zum Drug Dealer Simulator, dann zum Toilet Management Simulator, zum, ja. Ja, wie soll ich sagen? Zu Animal Crossing, ja. Ein paar Fische fangen. Naja. So,
Ja, ich bin leider immer noch ein bisschen heiser, aber ist ja kein Problem. Meine Hustenbonbons sind mir jetzt leider ausgegangen, aber der Kamillentee ist noch am Start. Und dann diese schöne Bambustoilette, ja. Tarzan, der geht nur noch hier hin. Oh. Ja, so will ich das sehen, Kunden. Ihr seid die besten Ehrenkunden. Ja, wunderbar. Noch 20 Euro. Oh, shit. Im wahrsten Sinne des. Oh, nee. Da rufe ich jetzt aber sowas von die Putze an. Ja, kannst du knicken? Ja, möchte ich. Nee, da bezahlen wir die Putze für. Das ist mir zu viel Spektakel hier. Nee. Also wirklich, Kunden, ne? Also, ich behandle euch wirklich gut, ja. Ich mache hier den feinsten Regenbogenduft jedes Mal für euch, ja. Stell Klopapier bereit, trotz Corona. Und wie dankt ihr es mir? Indem ihr euer Haustier, den super krassen Super Gorilla, den ihr aus dem Zoo geklaut habt, auf mein Klo lasst, ja. Holt euch gefälligst ein Katzenklo für den, aber lasst den nicht meine Toilette verwüsten. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, meine Kunden. Wie kann ich den Kunden das heimzahlen? Jetzt muss ich mich auch noch an den Kunden rächen. Oh Mann. Ah, was könnte man denn machen? Ah, ich habe eine Idee. Wenn ein Kunde hier drauf ist und denkt, er ist total privat für sich, dann reiße ich die Tür auf, mache ein paar Fotos und lade die auf Instagram hoch. Dann wollen wir doch mal sehen, ob der meine Toilette nochmal so hinterlässt. Ja, das ist eine gute Idee. Meinst du nicht auch, Detlef die Soest? Schade, dass der keine Liegestützen in dem Spiel macht. Wenn er das allerdings machen würde, dann hätte ich verkackt bei einer Liegestützen-Challenge, weil Deadlift die Soest, der kann einfach 500 Liegestützen innerhalb von 10 Sekunden machen. Das ist, nennt er dann Aufwärmen. Da habe ich keine Chance. So, Komfortwert 1. Das ist total unlogisch, dass der Komfortwert nur einen hochgeht, wenn die Putzenelder da war. Ich meine, das sah ja gerade aus da. So. Gut, wenn ich jetzt nochmal 16 Kunden bekommen könnte, das wäre super, weil dann habe ich die 150 Kröten zusammen und dann gibt es hier dicke Hausparty bei Erde. Ja, Mann. Das wird supi toll. Ah, jetzt kann ich erstmal wieder duschen. Ja, Spiel. Ja, du bist witzig, ich war am Pennen. Ich war am fucking Pennen. Du Scheißspiel. Du verdammtes Kackspiel. Ich war am fucking Schlafen. Was soll ich denn machen? Oh Mann. Du Kackspiel, Mann. Das gibt's doch nicht. Ich war doch am Schlafen. Oh, das ist doch jetzt ein absoluter Joke, oder nicht? Ja, witzig. Und ich. Watzig. Witzig, ich kann trotzdem Stromrechnung bezahlen. Ist ja zu freundlich. Ja, dann wird das doch nichts mit der Hausparty. Ey, jetzt fühle ich mich echt maximal verarscht. Zwei Strafen. Polizei war zweimal da, um zu kontrollieren. Das ist ja wohl ein Joke. Ja, gut, egal. Wir haben das Geld gleich zusammen. Die Hausparty lasse ich mir heute nicht nehmen. Penner, du kannst mich ruhig wachklingeln, wenn ich schlafen bin und die Polizei kommt. Ich habe keinen festen Schlaf. So, jetzt bleibt das einfach illegal. Ist mir jetzt egal. Legal meine ich. Es ist alles egal. Egal, egal. Ach, das Lied kennt hier niemand. Von Lina. Habe ich mal auf Kika gesehen, als ich den Tigerentenclub gesehen habe. Einfach ein Hit. So. Okay, hier sieht es ja gar nicht so furchtbar aus. Bis auf die Käfer. Oder Motten. Ich krieg die Motten. Hohoho. Sprüh mich nicht an, Mann. Mann, Mann, Mann. Bestes Klounternehmen. Das Klopapier bei den Kerlen, das hält für 3 Jahre. Das ist zu schön. Okay, das kann ich wirklich selbstständig sauber machen. Das ist kein Problem. Klobürste. Ja, wir haben ja schon wieder 76. Das passt schon. Ich hoffe bloß, die ziehen mir meine Rechnung nicht automatisch ab. Das wäre ziemlich blöd. Ah, ich will jetzt die dicke Hausparty machen. Darf doch nicht wahr sein hier. 100 Euro Strafe, Mann. Polizei, du hast doch nicht mal alle Donuts im Karton, ey. Das gibt's doch nicht. 100 Euro, nur weil ich das Klo illegal führe. Ja, aber irgendwelche Leute, die Kindern den Lolli klauen, ja, die kommen mit einer Gefängnisstrafe von 3 Jahren.
davon. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist das für eine Justiz hier? Ich gehe auf die Barrikaden, hol die Mistgabeln und die Schnapsgläser raus. Ab heute wird Revolution gestartet. Mann, Mann, Mann. So, gehe ich kurz pennen. Also so kannst du das Spiel definitiv schnell spielen. Einfach sauber machen, pennen. Sauber machen, pennen. Sauber machen, Geld kassieren. Ja, was soll ich hier groß machen? Oh, was sollen diese Lags hier die ganze Zeit? Ah, fuck, ich habe mein Portemonnaie vergessen. 81, sehr gut. Keine Rechnung. Beziehungsweise keine neuen Rechnungen. Die alten muss ich ja noch bezahlen. Zwinker, zwinker, mache ich natürlich nicht. Sollen die halt kommen und mir Sachen aus meinem Apartment wegnehmen? Sollen sie doch mein Cola Korn konfiszieren? Ist mir sowas von egal. Ich bezahle das nicht. Ich sehe das nicht ein. Ja, ich hatte das illegal an. Wieso muss ich dann trotzdem Geld bezahlen? Macht doch überhaupt keinen Sinn. So, Geld ist am Start. Ich hoffe, das reicht, um die Haus anzurufen. Ja, ich meine die Damen. Ja, das reicht. Perfekt. Perfekt. Ah, oh, super. Ah, oh, super. Ganz toll. Ruf ich erstmal den Klempner an. Wie es hier jetzt aussieht, ist mir egal. Mario regelt das schon und dann wird jetzt Spaß gehabt, ja? Mit meinen guten alten Freundinnen. Ich rufe erstmal drei an. Die alte Schachtel, ja, die, wie heißt die? Gina, Tatjana, Franziska, Klaus, ich weiß es nicht. Die rufe ich jetzt nicht an. Ich habe jetzt keinen Bock, dass da eine 80-Jährige bei mir in der Wohnung zusammenbricht. Aber den Rest rufe ich an. Die drei, die wir schon hier hatten, mit denen feiern wir dann eine kurze Abschiedsparty. Naritor spielt Warframe, das ist sehr cool. Okay. Dann Tanzschule, mach mit. Ja, ich meine Clara. Clara hieß die, okay. Nächste, Evelyn, anrufen. Hat das jetzt geklappt? Natürlich nicht. Nee, natürlich nicht. Danke für diesen Bug. Hat mich sehr gefreut. Evelyn kommt. Was? Oh Mann, ich hab doch gesehen, dass das geht. Toll, danke Toilet Management Simulator. Oder muss ich nur warten, bis die angekommen ist, damit ich schon die nächste anrufen kann? Ah, zum Glück habe ich genug Bohnen, weil Evelyn, die macht ja gern mal ein bisschen was essen. Und mit ein bisschen meine ich, die isst das halbe Supermarktregal auf. Oh, ein ganzes Regal voller Cornflakes im Supermarkt. Zum Glück habe ich 3 Liter Milch im Rucksack. Und dann isst sie das vor Ort und die Mitarbeiter vom Supermarkt können da gar nichts gegen machen, weil die Angst haben, dass die auch noch aufgefressen werden. Ah, oh, cool, ich habe sogar solche Vorhänge. Okay, das ist ziemlich cool. Das habe ich noch gar nicht auf dem Plan gehabt. Dann scheint die Sonne hier nicht so rein und ich kriege keine Mücken. Komm jetzt, Evelyn. Gleich ist meine Kohle wieder alle. Oh, Evelyn, Alter, du rollst dir wieder hin, ey. Gibt's doch nicht. Evelyn. Du Schachtel, jetzt komm. Oh, Mann. Da ist ja eine verkrüppelte Schnecke. Schneller, jetzt komm bitte. Oh, jetzt ist sie da, ne? Willst du mich verarschen? Ja, hi. Mach dich schon mal nackig, ich bin gleich für dich da. Oh Mann. So, hier. Nächste, Evelyn ist schon da. Rufen wir jetzt Lilly an. Darf doch nicht wahr sein. Das hat doch geklappt da. Oh, fuck off, ey, der Entwickler hat mir was vom Pferd erzählt. Das geht überhaupt nicht. Ich warte mal kurz, bis Evelyn da fertig ist und dann machen wir das. Ja, der ist hier jetzt die komplette Grütze wieder. Ich dachte, ich kann das Haus voller Bitches haben. Ja gut, dann, schade Marmelade. Dann rufe ich gleich noch Clara an und dann haben wir die vier zusammen. Und dann fahre ich diese Folge schon in Urlaub. Dann ist das Projekt hier vom Tisch. Weiß ich nicht, ob ich da noch Videos mache. Ah, wahrscheinlich schon. Wieso habe ich kein Geld jetzt? Oh, Mann. Selbst ist der Erde. Ich regel das kurz. Yay, so lecker. Da bekommt man doch gleich Hunger auf Fischstäbchen. Iglu. Wir lieben Pinguine. Oder so ähnlich war der Werbespruch. Ja, ich sollte in der Marketingabteilung arbeiten. Kennen Sie das?
Sie müssen ganz dringend aufs Klo und kein Busch ist in der Nähe. Dann kommen Sie doch auf Erdis Klo-Unternehmen. Hier werden Träume wahr. Oh, ich wäre so ein guter Werbetyp. Und mein Waschbecken ist schon wieder verstopft. Ist ja zu schön. Ich habe jetzt leider kein Geld dafür. Oh Mann, die Frauen wieder. Das Waschbecken ist zum Händewaschen da und nicht um seinen Biomüll zu entsorgen. Check das endlich mal. So. Ich brauche überhaupt keine Dusche, kannst mich mal. Ich dusche eh nur noch in Geld. Ja, Evelyn, die tanzt jetzt sowieso 20 Jahre rum, da kann ich jetzt auch nichts machen. So, spülen. Jetzt das Klo auf. Oh, Schädlingsbekämpfung. Wirklich, Spiel. Ich hatte den gestern erst am Start. Das ist unrealistisch. Ich habe 2 Jahre bei Mc's gearbeitet. Wir hatten nie irgendwie Käfer oder so. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe hier jeden Tag Käfer. Darf doch nicht wahr sein hier. Ich krieg die Vollmeise. So. Gehen wir kurz hoch zu ihr. Wahrscheinlich hat sie den Kühlschrank schon aufgefuttert. Und meine Nachbarn gleich mit. Ah, nee, keine Ahnung. Hätte ich ein Meerschweinchen als Haustier, dann hätte ich wirklich Angst, dass das auf dem Grill landet bei ihr. So, die ist immer noch nicht fertig. Oh Gott, was ist denn das für ein Tanz, ey? Als ob du total viel Waschpulverpillen gedroppt hast, ey. Okay, sie ist fertig. Hello. Ja, goodbye. Hier, jetzt rufe ich aber die nächste an. Geht das jetzt mit Lilly? Du Kackspiel, wieso geht hier nichts? Oh, ich krieg die Vollmeise, wieso geht das Spiel nicht? Geh kurz duschen, vielleicht ist der Bug dann ja behoben. Oh Mann. Bla bla blub, ja, ist ja ganz toll, ich dusche, hahaha, super schön. So, jetzt, ich... Hä? Warum kommen 2? Weshalb? Warum? Wie? Was zur Hölle? Das macht doch keinen Sinn. Warum? Wo kommt die her? Ist das deine Schwester? Ich check es nicht. Ah, ich bin gespannt, ob noch eine kommt. Das gucken wir jetzt kurz an. Ja, was ist denn das für eine Grütze? Ich mach wieder musikalische Untermalung an. Eichhörnchen in der Hose, genau. Was haben wir denn für eine neue Nachricht? Ah, Shoutout an dich. Ah, so, hier. Ich hoffe, YouTube sperrt mein Video nicht. Weil die tanzt wirklich so. Hey Mann, was geht ab? Was soll denn das Geschrei? Hier! Brauchen einfach musikalische Untermalung. Die Kleine geht ja tierisch ab, was? Eichhörnchen in der Hose! Sag mir, wieso du so springst und tanzt. Eichhörnchen sind in der Hose drin. Das Ziel ist lässig und imposant. Eichhörnchen sind in der Hose drin. E und ein I und ein E und ein H. Nur so kann es sein, das wird mir jetzt klar. Pass gut auf, denn das sind die neuesten Moves. Eichhörnchen! Oh Mann, ist diese Folge wieder gut. Meine Tante heißt Barbara. Eichhörnchen sind in der Hose drin. Diese Erkenntnis finde ich elementar. Eichhörnchen sind in der Hose drin. Kim und ich waren mal ein Paar. Eichhörnchen sind in der Hose drin. Ist dieses Mädchen nicht sonderbar? Eichhörnchen. Eichhörnchen in der Hose. Pass gut auf, denn das sind die neuesten Moves. Eichhörnchen. Eichhörnchen. Oh Mann, Alter. Ja, Candice halt die Schnauze jetzt. So, dann kann ich Donald. Die Kleine hatte wirklich Eichhörnchen in der Hose. Natürlich hat sie Eichhörnchen. Mächtig abserviert. Mann, haltet die Schnauze, das ist mein Let's Play. So, gut. Ja, ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier ist, warum hier 2 Evelines kommen. Das Spiel ist komplett verbuggt. Sie tanzt aber wirklich, als ob sie Eichhörnchen in der Hose hätte. Was soll ich dazu sagen? Eichhörnchen sind in der Dusche drin. Oh, pass gut auf, das sind die neuesten Duschmoves. Oh Mann, Alter. So, schöne Sache, 106 Euro, klasse.
Gut, dann gehe ich kurz nochmal nach meinem Klo gucken. Es wird eine längere Folge. Ich will einfach noch gucken, ob dann noch jemand kommt. Das ist ja voll cool. Vielleicht habe ich dann ja drei Evelines. Das wäre ja nun wirklich Premium. So, ich habe den Schädlingsbekämpfer, glaube ich, angerufen. Der müsste gleich angestiefelt kommen. Ich hatte den angerufen, oder? Ja, habe ich. Sehr gut. Ah, nur 10 Euro, das ist wenig. Das ist wirklich madig. Ah, was soll's. Im Moment ist die Kundschaft nicht so am Boom. Aber jedes ha Unternehmen geht auch mal durch harte Zeiten, ja. Du, Corona trifft auch mein Klo-Unternehmen, ja. Die Leute gehen lieber jetzt alleine in den Garten, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Da kann ich jetzt auch nicht viel machen. So. Da. Ich habe immer noch nichts gegessen, diese Folge brauche ich nicht mehr. Ich bin auf Diät. Ich habe genug Geld. Ich brauche kein Essen mehr. Ich gucke mein Geld an und bin satt. So. Jetzt ist die Rack gespawnt. Ist ja zu schön. Ja, da kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Das ist mir zu dämlich. Ja, ich kann die auch nicht mehr anrufen. Scheiß der Köter drauf. Ich gehe kurz pennen. Mal sehen, ob die dann noch bei mir sitzt da. Ob die ganze Nacht auf ihre Bohnen wartet. Wahrscheinlich wirklich. Die geht hier nicht ohne Bohnen weg. Ah, die hat einen gesunden Appetit auf jeden Fall. So, Spiel gespeichert, danke. Ja, die sitzt hier immer noch. Hast du kein Leben, Olschke? Ah, oh, mein Handy ist nicht da. Na, ganz toll. So, nein, ich möchte nicht schlafen. Ich habe doch gerade erst geschlafen. Ich muss nicht den ganzen Tag schlafen. So, ich will jetzt. Das Spiel hat mich eiskalt angelogen. Man kann nicht mehrere gleichzeitig anrufen. Das ist ein Witz, Entwickler. Egal. Dankeschön. Hello. Yes. Ah, diesmal willst du Sprite-Korn. Gar nichts zu essen, das ist ja der Wahnsinn. Bist auf Diät, wa? Gut, dann wär's das für diese Folge. Ich bin sehr enttäuscht vom Spiel. Ja, das finde ich jetzt nicht so cool. Der Entwickler hat da so Hello. Screenshots gepostet, wie man mehrere Frauen gleichzeitig in der Bude haben kann. Das ging leider nicht. Ich hab das nicht illegal an. Es ist mir scheißegal. Was ist denn? Ich hab die doch gerade bedient. Ey, das ist mir zu dämlich. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, RDLP, und dann fahren wir in den Urlaub. Bis dann.